Daher sage ich Ihnen, die traurige Geschichte ist, dieser Krieg ist, was das Kriegsziel Osten betrifft, und das ist eine traurige Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit, ist dieser Krieg verloren. Sie zeigen es ja selber auf. Scheinabstimmungen werden kommen, Abspaltungen werden kommen, in den Kindergärten lernen die Kinder Russisch, russische Pässe werden ausgeteilt, es wird dort auch wieder aufgebaut, die Schulen, die Infrastruktur, alles russisch natürlich. Das heißt, der Krieg ist verloren. Unser Problem ist, und jetzt sind wir bei einem anderen Problem, nur Sie glauben, Sie und ein paar verwackelte Gestalten in Brüssel glauben, dass wir, die an dem Krieg nie etwas uns zu Schulden kommen haben lassen, wir diesen Krieg nun für die Ukraine weiterführen müssen. Und das sehe ich nicht ein. Wir müssen höhere Treibstoffpreise zahlen. Nicht ich, Herr Dr. Bornmänner, ich kann es mir leisten. Aber 5 Millionen andere Österreicher können es sich nicht mehr leisten. Wir müssen höhere Heizpreise zahlen. Wir schlittern in eine Energieknappheit hin. Wir zahlen mehr für Gas. Wir riskieren unsere Wirtschaft. Wir verlieren Arbeitsplätze, damit wir einen Krieg führen, der mit uns nichts zu tun hat. Und ja, mehr mit Herr uns Dr. zu Born, tun? Nein, jetzt sage ich Ihnen auch etwas. Ich möchte mit einer Mehr aufräumen. In der Ukraine wird auch nicht Europa verteidigt und es wird auch nicht die europäische Freiheit verteidigt. Es ist eine Eselei. Wenn in Europa, in Frankreich, in Deutschland, in Spanien, in Italien die Freiheit, die Demokratie oder was auch immer zu verteidigen wäre, dann würden NATO-Flieger in der Luft fliegen. Und dann würde der Krieg ganz anders ausschauen. Also dieses Insistieren, ja, wir verteidigen dort am Donbass, irgendwo in der Krim, im hinterletzten Eck dieses Europas, verteidigen wir Ihre Sicherheit, Herr Dr. Bornmänner, Ihre Freiheit, unsere Demokratie, dann ist das falsch, okay. Weil wir in Europa unsere Demokratie schon eigens verteidigen Sebastian, können. Sebastian, darf ich jetzt noch kurz antworten? Also